Ja, genau, ich bin der Ehemann. Oh mein Gott, wirklich? Waschen reicht bei diesem Ekelding nicht. Wir müssen jetzt einfach alles vergessen und deswegen werden wir einfach alles direkt wegschmeißen. Das ist das Köln verlassen, nur weil, keine Ahnung, du ein gebrochenes Herz hast? Ja, jeder ist unglücklich. Was soll ich denn noch hier? Das gehört zum Leben. Nein, was gehört dafür? Das gehört nicht dazu. Irgendwas mit deinem Bruder Bett, was du brauchst du streiten, es bringt nichts. Hey, ich hab, ehrlich, Paco, ich hab nicht mal einen Job hier mehr, okay? Das Praktikum, Alter. Praktikum ist weg, was soll ich noch hier? Das ist die Scheiße mit Papa. Ich kann für dich was 51 klären, okay? Bitte. Du musst nicht die Stadt verlassen, nur weil du, keine Ahnung, keinen Job hast. Das ist doch bescheuert. Versteh mich mit deinem, okay? Es ist, sei doch nicht es so ist meine stur. Entscheidung. Olli, danke. Olli! Hallo. Ja. Schau mal, was ich hier habe. Zwei Tickets für ein Konzert. Ben Straubinger, Oliver Korte. Okay. Wäre doch gelacht, wenn Olli und ich, wenn wir uns nicht mehr zusammen raufen. Ach, das wird stimmt. Geil. Mit solchen Konzertkarten, da versöhnt ihr euch doch bestimmt. Ja. Ich meine, dafür, dass du halt mit seiner Traumfrau geschlafen hast, da hilft das mit Sicherheit. Ich weiß, ich habe Scheiße gebaut mit Ava und ich weiß, ich bin ein Arschlochbruder und ich habe meinen Bruder verletzt. Und klar ist das nicht damit vergessen mit diesen Tickets, aber das hier, das ist ein kleiner Step, auch wenn es nur ein Baby-Step ist. Aber das ist ein Baby-Baby-Baby-Step. Das ist doch egal, aber wir laufen nicht zurück, verstehst du? Ja, wenn es dir hilft und du dich dann besser fühlst. Paco? Ja, mach doch nur langsam. Olli, was? Jetzt sofort. Was? Gleich. Was mit Tu mir bitte einen Gefallen. Bitte halt ihn auf. Ich muss unbedingt noch mal mit ihm reden. Was ist mit ja, ich bin auf dem Weg. Ich komme sofort. Ja, bis gleich. Ciao. Was ist mit Olli? Olli will Köln verlassen. Was? Ja, ich muss da jetzt hin. Ich melde mich später, okay? Hey, ich wollte kurz mit dir reden. Es geht gerade wirklich nicht. Ich muss zu Olli, Mann. Er will Köln verlassen. Was denn ja, er will Köln verlassen. Oh, Scheiße. Pass auf, dann komm ich schnell mit und wir reden zusammen mit ihm. Das ist das Letzte, was ich jetzt sehen will. Uns beide zusammen. Bitte tu mir den. Ich ja, verstehe das bitte, okay? Ja, ja. Ich melde mich später weg. Ja. So, weiter. Ciao. Ja. Handys, bist du da? Gott, schön, dich zu sehen. Es tut mir leid, Mann, der Verkehr, alles. Es war absolute Katastrophe, also, Mann. Wo ist Olli? Der ist in meinem Zimmer. Und Ben, komm runter, ich habe alles im Griff, okay? Ich habe okay. Stundenlang auf Olli eingeredet und der hat mir versprochen, dass er Köln nicht verlassen wird. Also alles safe. Und ich habe auch die ganze Zeit die Tür im Auge gehabt, weißt du so? Deswegen, der war die ganze Zeit da drin. Aber, Bro, sei bitte lieb zu ihm, okay? Ich habe ihm nicht gescheit gesagt, dass du natürlich kommst, also, weißt du, ich wollte ihn nicht erschrecken. Ja. Ey, danke für deinen Einsatz, wirklich. Noch das ist nicht okay. Olli? 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 Fuck! Scheiße, Mann! Ist doch offensichtlich, dass er aus dem Fenster ist! Scheiße! Scheiße! Komm, der muss jetzt dran gehen. Nein! Telefon ist aus. Fuck! 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 Ben, was machen wir jetzt? Es tut mir leid, ich habe nicht an das Fenster gedacht, irgendwie, das war dumm von mir. Sorry. Ey, dir muss doch gar nichts leid tun. Das ist doch meine Schuld. Das ist doch meine Schuld, dass Olli Köln verlassen will. Meinetwegen. Er will seine Freunde verlassen. Meinetwegen. Warte, aber der kann nicht so weit weg sein, oder? Vielleicht finden wir ihn noch. Der muss ja noch in Köln sein. Pass auf. Hilfst du mir suchen? Ja klar, gerne. Dann lass uns am Hauptbahnhof anfangen und nein, wir müssen ihn einfach finden. Wir müssen ihn finden. Dann lass uns okay? rein. Komm, ich weiß. Olli ist definitiv gefahren. Weil ich, Vollidiot, meine Hormone bei Ava nicht im Griff hatte, ist er auf und davon. Olli! Olli, hey! Mann, geil, dass du dir anders überlegt hast, wirklich. Ich hab's mir nicht anders überlegt. Ich hab nur meinen Geldbeutel vergessen. Was willst du überhaupt hier? Lass mich in Ruhe, Alter. Hör zu, Es tut mir leid. Der ist unverzeihlich. Wirklich. Es ist mir scheißegal. Mann, Olli, es tut mir leid. Könnte ich's rückgängig machen, würde ich's tun. Es geht aber nicht. Was soll die Scheiße? Wo hast du aber gelassen?
Trefft ihr euch jetzt hier oder was ist hier die Sache mit euch? Hör doch mal auf, da weiter drauf rumzureiten, Mann. Es tut mir leid, das mit Ava, das ist ein Ding gewesen und nie wieder. Nie wieder. Lass mich bitte erst mal dein Bruder zu, Alter. Ein Ding gewesen? Ach, unterschreibt sie dir? Ich hab doch genau gelesen, dass sie dir geschrieben hat. Ben, was erzählst du denn mir? Ich kann doch nichts dafür. Ich hab doch genau gelesen, Mann. Olli, hör doch auf, Leute. Hör doch auf. Olli, hey. Olli, Ruhe, ruf bitte 112-110. Hallo, wir brauchen einen Krankenwagen. Sofort. Straße 25. Es wird alles gut. Und? Olli, Sekunde. Ich spreche noch kurz mit den Angehörigen und dann bin ich bei euch, ja? Ja, mach das. Ben, wie geht's denn? Wir fahren jetzt gleich los. Ja, wir haben ihn jetzt soweit erstmal stabilisiert und alles gemacht. Mann, aber das ist alles meine Schuld. Checkst du, das ist alles meine Schuld. Ich wollte ihn nur aufhalten. Er reißt sich los und dann ist er so schnell da gelegen. Ich konnte nicht mehr so ben, schnell reagieren. Dafür, das war ein Unfall. Ja, trotzdem, Mann, das ist doch scheiße, ey, jetzt. Was ist mit ihm? Ich meine, der blutet doch nicht mehr. Der ist auf einmal bewusstlos und jetzt hat er die Augen wieder offen. Ich meine, das kann doch nicht so schlimm sein, oder? Das Problem an Kopfverletzungen ist, man sieht es nicht immer nur von außen. Deswegen müssen wir ihn jetzt schnell mitnehmen. Er bekommt ein CT und dann gucken wir, was mit ihm ist. Aber er ist in den besten Händen. Wir kümmern uns um ihn. Ich verspreche es dir. Okay? Und ich melde mich bei dir, sobald ich eine Info habe. Bitte. Ja, mach versprochen. Okay, bitte. Dankeschön. Okay. Aber wir sind startklar. Okay, perfekt. Ben, wenn du willst, kannst du auch bei uns mitfahren. Nein, geh mit ihm. Du kannst ihn nicht allein lassen. Ich kann ein Taxi nehmen oder so. Okay, komm nach. Ja, ey, okay. Dann danke ich. Geh an der Seite rein. Hör auf, bitte. Du machst mich wahnsinnig. Ja, Mann, aber das kann doch nichts Gutes heißen, oder? Das weißt du nicht. Ich arbeite nicht im Krankenhaus. Hey, sorry, es ging nicht schneller. Ich konnte nicht eher Feierabend machen. Gibt's was Neues von Olli? Nein. Wir dachten, du hättest das gehört. Ich war noch im Einsatz. Ich habe noch nichts gehört. Scheiße. Die untersuchen ihn immer noch. Ich habe keine Ahnung, Mann. Ich werde verrückt. Mir ist die Decke auf den Kopf gefallen. Deswegen musste ich hier rauskommen. Ben, das dauert einfach, bis die Radiologen das CT auswerten. Das ist normal. Ja, aber trotzdem, es kann doch nicht so lang. Ja, genau, ich bin der Ehemann. Oh mein Gott, wirklich? Okay. Ja, vielen Dank schon mal. Danke. Und? Das waren die Ärzte. Ja, das ist uns klar, aber was? Ja, Olli hat eine Gehirnerschütterung. Und? Aber es ist alles okay. Die meint, es wäre irgendwas Leichtes oder so. Der steht jetzt unter Beobachtung, hat Medikation. Also alles gut? Der wird überleben. Oh Mann. Er braucht jetzt mal Ruhe. Der meinte, er muss jetzt mal alleine bleiben. Ja, verständlich, das ist verständlich. Mann, ich. Also, wenn es okay ist, ich glaube, ich gehe jetzt mal nach Hause. Ich werde halt Bescheid sagen, was hier abgeht und so. Ich habe einen Boxclub voll vergessen. Aber ich glaube, Ertan, das ist alles unter Kontrolle. Okay, Leute, wir schreiben. Ja, ja, danke für alles. Bis bald. Ciao. Mann. Das wird. Mein Herz. Du bist immer noch vorne in der Spur, ne? Ja, bin ich. Ich kann dich gern nach Hause bringen, wenn du magst. Dann können wir noch ein bisschen quatschen. Du kannst noch ein bisschen runterkommen. Ich glaube, das wäre cool, ja. Ja. Vielen Dank für alles, wirklich. Danke, dass ich noch schnell eure Toilette benutzen durfte. Hey, ich hab zu danken. Und danke, dass du heute an meiner Seite warst. Wirklich, das habe ich gebraucht. Und jetzt vor allem diesen langen Spaziergang, der hat wirklich gut getan. Sehr, sehr gerne. Ja, wirklich. Ich lasse dich dann jetzt auch alleine und du kannst dich wirklich jederzeit melden, wenn irgendwas ist. Und dann können wir quatschen oder so. Danke dir. Okay.
Ich glaube, das ist jetzt überhaupt keine gute Idee. Olli liegt im Krankenhaus, meinetwegen. Und dann hat er auch noch Liebeskummer und dann denkt er auch noch, dass ich ihn verraten habe. Du hast völlig recht. Sorry. Also, ich verstehe dich total und mir fällt es irgendwie einfach nur so schwer, in deiner Gegenwart ja, vernünftig zu bleiben. Das, ja, sorry. Ich gehe jetzt auch besser und wie gesagt, wenn irgendwas ist, dann melde dich bitte. Mach ich. Dankeschön, okay? Ciao. Ciao. Wie lange stehst du schon hier? Lange genug, Ben. Es ist nicht das, wonach ich es ausgesehen habe. Nein? Ja, ich weiß, was ich gesehen habe. Ich weiß, dass du sie weggeschickt hast. Aber was war davor? Ist dir das eigentlich scheißegal mit deinem Bruder? Willst du dich nie wieder versöhnen oder was ist gerade dein Plan? Nein, Mann. Du spielst mit dem Feuer. Ich stehe zurzeit irgendwie neben mir. Ja. Keine Ahnung mit der Sache, dass der Olli im Krankenhaus ist und so. Ich bin nicht ich selbst. Ja, das verstehe ich ja. Aber ich weiß nicht, ob dir klar ist, dass wenn du dich auf diese Frau einlässt, wenn du dieses Risiko eingehst, dann wirst du vermutlich deinen Bruder für immer verlieren. Ist dir das klar? Ben, du wirst deinen Bruder verlieren. Ich weiß, verdammt. Ja, okay. Guck mal, Lisa, ich habe versucht, die Gefühle zu Maike zu verdrängen und das immer und immer wieder, aber das hat einfach nicht funktioniert. Es zerreißt mir einfach das Herz, wenn ich der Frau in die Augen gucke, die ich über alles liebe, wenn ich dann sehe, dass sie einen anderen Mann heiraten wird.